Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant Edition. Beim letzten Mal haben wir die Top 4 bzw. die Pokémon Liga geklatscht. Und jetzt geht's auch weiter. Zack! Da sind wir wieder zu Hause. So. Genau, Pokéliga besiegt. Das bedeutet, uns öffnen sich gar gänzlich neue Wege, die wir jetzt nämlich noch zusammen ein bisschen angehen werden. Wir werden auch noch ein paar legendäre Pokémon fangen und so Sachen halt, ne? Genau. So, ja, gut, dann gehen wir mal runter. Runter? Was war das denn? Hallo? Ah, ich wusste es doch. Lucia! Lucky war vor kurzem... Lucky war vor kurzem hier und hat nach dir gesucht. Lucky, hast du mich heimlich beim Schlafen beobachtet, ja? Er meinte, du solltest unbedingt nach Blizzard kommen und dort ein Schiff nehmen. Wie immer hatte ich keine Zeit, ihn zu fragen, was er damit meint, da er wieder wegrannte wie ein geölter Blitz. Na, aber wie geht es dir, Kind? Kommst du gut voran mit der Aufgabe, die Professor Ivy dir anvertraut hat? Ja, natürlich. Willkommen zu Hause. Okay, ja, cool. Das war so klar. Okay. Cool. Sehr schöne Sache, das. Zweiblattdorf. Fantastisch. Okay, pass auf. Aha. Ja. Okay. Ja. Machen wir mal so. Ich bin mal so frei und mach das jetzt auf 70 hoch. Weil ich Bock drauf habe. So, was gehen wir heute an? Also genau, wir gehen jetzt erstmal nach Blitzach hoch und schauen uns da jetzt erstmal kurz um, ne? Das habe ich schon erwähnt gehabt, dass wir das machen. Genau, das neue Gebiet. Oh, 69. Okay, wisst ihr was? Ich mache das jetzt alles auf 69. Genau, das ist doch was. Ja. Okay. So. Ah, das wird jetzt schön. Das wird jetzt noch richtig schön. Wir werden auch zurück nach Fleetburg gehen. Ja. Ah, wir werden einfach noch so ein paar Sachen abklappern. Das wird richtig toll. Einfach richtig toll. Genau. Ja. Hätte ich offscreen machen können, aber nein. Ich wollte mit euch hier zurück einfach kehren. Zurückkehren. Direkt nach der Liga. So. Wir haben sie ja gleich. 87. 88 vor allem. Alter. Ich bin immer noch komplett dumm. So. Du, Spannung. So. Das Lustige ist ja, dass hier zweimal Sonderbombung ist. Hier ist auch nochmal. Hä? Können wir mal so lassen jetzt erstmal. Okay. Cool. Also, ab dafür. Lucky wird dann auch nicht zu Hause sein und so. Wir können ja mal direkt beim See hier vorbeischauen, nicht? Das machen wir jetzt mal. Wahrheitsufer. Finden wir die Wahrheit heraus. Hallo. Okay. Ich weiß halt nicht, ob es schon da ist. Wir können uns das ja mal anteasen hier an der Stelle. Wird Vespri jetzt in dieser Höhle sein? Wird es auf uns warten? Warum taucht jetzt ein wildes Pokémon auf? Dies und noch viel mehr erfahren Sie in der nächsten Episode Pokémon Diamant. Bis zum nächsten Mal. Nein. So, gucken wir doch mal einfach. Einfach nur mal kurz angeteased. Oh ja, es ist da. Cool, geil! Sehr schön. Ja, die warten hier jetzt alle drei auf uns. Das machen wir aber wann anders. Hihihihihi.
Okay, also wie ihr seht, sind ja da noch graue Sachen. Kampfareal, Überlebensareal und Erholungsgebiet. Und das schauen wir uns jetzt nämlich an. Ab nach Blitzach. Ups. Wir bräuchten aber jetzt, glaube ich, auch noch mal ein Pokémon mit Kraxler im Team oder so ein Scheiß. Müssen wir mal schauen. So, Blitzach, ab dafür. Haben wir jetzt eigentlich... Wir müssen auch hier rein können jetzt. Ne? Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blitzach betreten, es tut mir leid. Okay, dann nicht. Mir egal. Ja, was gibt's euch? Dich zur Duellzone bringen. Jo! Alles gut, legt mir den Anker ab dafür! Zur Duellzone! Schönes Schiff. Welcome. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh hey, Lucia, wo warst du so lange? Das macht 100 Millionen Dollar Strafe. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt und deshalb bin ich hier. Ich muss härter werden und meine Pokémon auch. Tut mir leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt? Ihr redet von mir, was? Woher ich das weiß? Nun, weil man damit nur mich meinen kann. Als Beweis gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch, du weißt wirklich von nichts, oder? Also gut, ich erzähle es dir. Das hier ist die Duellzone, klar? Am anderen Ende davon befindet sich der Vulkan. Und tief im Vulkan liegt ein Schatz verborgen. Na und? Dass ich nicht lache. Wenn ich den Schatz zuerst finde, macht mich das zum größten Trainer? Na, so mache ich's, Lucia. Hör zu. Hör du auch gut zu, Fremder. Ich kann mir den Schatz als Erster, aber vorher gehe ich zum Duellturm. Man sieht sich. Was ist mit ihm? Dieser Typ, der hat doch Hummeln im Hintern, nicht? Egal. Tag, ich bin Abinado. Pah, diese Elite schlägt mich niemals. Und, kennst du dich mit dich im Trainer-Dingsbums gut aus? Du solltest den Typen lieber suchen und ihm sagen, er soll den Vulkan ja nicht unterschätzen. Weißt du was? Du solltest dich vielleicht auch im Duellturm in Form bringen. Ich glaube nicht, dass du sonst den Vulkan lange durchhältst. Bis später dann. Okay. Also doch nochmal so eine kleine Nebenstory gewesen, gell? Was ist mit Vulkan? Ich erinnere mich. Da ist noch was. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen möchte, machen muss. Ah, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich meine, gut, stimmt schon. Die Sache, die nämlich hier auf uns wartet, also der Schatz... Wäre schon ganz geil. Müssten wir eigentlich wirklich machen. Naja, gucken wir mal. Wir konnten den Gipfel des Kraterbergs sogar von hier aus sehen. Die meisten Leute. Die meisten Leute haben gar nicht mitbekommen, dass da was passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nichts wirklich genaueres. Jeder ist so erpicht auf Kämpfe. War hier nicht ein wichtiges Haus oder so? Was war denn da? Oh, hi! Flemmy? Mein Mann war einer der ersten Exzentriker hier in der Duellzone. Nun ja, ich war's auch. Okay. Eine Duellzone war früher ein Ort, wo sich der härtesten Trainer trafen. Man hat sie deshalb für verrückt und exzentrisch gehalten. Kaum zu glauben, wie sich das seitdem geändert hat. Nehmen doch mal Orte wie das Kampf- oder Überlebensareal. Sie sind praktisch über Nacht wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das ist so geil. Das ist so geil. Da, 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 da. Die Top 4 aus der Pokéliga kommen auch manchmal her. Ja, sehr geil. Hä? So wie der Duellturm da steht, mächtig und groß, ist er wie ein Hindernis, das zwischen dem Trainer und seinem Erfolg steht. Ich habe in meiner Karriere gegen viele Trainer gekämpft. Mittlerweile habe ich ein großes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Doch die Welt ist so riesig. Da ist nicht leicht, den Kampf des Lebens zu bestreiten. Oh. Ja. Oh. Willkommen im Duellpark. Du bist zum ersten Mal hier. Hier entlang, bitte. Da es dein erster Besuch ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur im Duellpark gebraucht. Hier bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Cool. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Von mir kannst du Informationen über Einrichtung des Duellparks bekommen. An der Rezeption mir gegenüber werden dir die Regeln des Duellparks erklärt. Viel Glück. Danke, tschüss. Brauche ich alles nicht jetzt. Duellpark. Ja, also der besteht hier leider nur aus dem Duellturm. Ja, das war es einfach auch grundsätzlich und beim Remake wohl leider auch nur der Duellturm statt der Kampfzone aus Platin und so.
Wirklich, wirklich schade eigentlich. Aber naja, gut, immerhin den Duellturm kriegen wir wohl schon beim Remake. Das ist super. Deswegen können wir uns auch wirklich hier auch kurz mal umschauen. Schafzahn, cool. Das sind ja alles schließlich Sachen, die dann einfach spannend werden für ein Duellturm, fürs Remake, lol. Zum Vergleichen jetzt hier alles. Ich hörte, das ist ja der beste Ort für Kämpfe auf der ganzen Welt. Und das ist meine Chance, ganz groß rauszukommen und berühmt zu werden. Okay, ja, Tauschecke, Items im Überfluss und ja, genau, hier kann man dann die Punkte, die wir hier sammeln. Okay. Bums! Gegen Items austauschen. Ja. Was zum? Na, hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Oh, Moment mal, bist du nicht Lucia aus Zweiblattdorf? Genau, Mann, all die Erinnerungen. Wenn du hier bist, ist der bestimmt nicht weit. Das wird bestimmt witzig, man sieht sich. Das war, glaube ich, der Vater von Lucky. Och, meine Fresse, die bumsen mich alle von hinten. Was zum? Doch, hi Lucia, bist du auch zum Duellturm gekommen, was? Wollt mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Du, dieser Typ, mit dem du gerade gequatscht hast. Ach, egal, wird schon passen. Hab's selbst hierher geschafft. Bald habe ich ihn vorm Visier. Man sieht sich, Lucia, Zeit für ein wenig Training. Muss ich hier rein? Ist das Pflicht? Das war der Vater von Lucky. Und er ist der Duellturmmeister. Oh, die Musik ist nice. Boah, voll schön. Oh, ich brauche diese Melodie in meiner Playlist. Cool. Was soll ich erzählen? Es ist der typische Duellturm, ja, den es ja auch schon seit Pokémon Kristall gibt. Das ist richtig. Also auch schon seit 2001. Normalerweise müsste man den Duellturm einfach kennen. Man duelliert sich halt hier. Was soll ich erzählen? Hä? Duellturm halt! Willkommen in Duellturm. Ich begleite dich durch die Räume des Multikampfs. Achso, Multikampf. Ja. Nee, warte. Komm, wir machen das mal richtig schön. Für Info. Ich lese euch das einfach mal vor. Ich beschreibe euch denn mal den Duellturm so. In den Multikampfräumen des Duellturms werden Multikämpfe ausgetragen. Um an einem Multikampf teilnehmen zu können, musst du mit einem Trainer im Turm ein Team bilden. Jeder von euch geht mit 2 Pokémon in den Kampf. Im Turm gibt es eine Team-Lounge. Hier triffst du andere Trainer. Finde einen Partner, der mit dir an einem Multikampf teilnimmt. Hast du einen Partner gefunden, kannst du in den Multikampfraum gehen. Hier warten 7 Teams auf euch. Schafft ihr es, alle 7 zu besiegen, erhältst du Gewinnpunkte. Willst du den Kampf unterbrechen, speichere bitte dein Spiel. Speicherst du es nicht, wirst du disqualifiziert. Befindest du dich in einem Teamkampf mit einem Freund, kannst du den Kampf nicht unterbrechen. Ja, also du kannst... Das ist... Multikämpfe sind geil. Vor allem ist das halt auch voll cool, weil du hier mit geilen NPCs einen Multikampf machen kannst. Also zum Beispiel jetzt... Ich glaube, wahrscheinlich sogar auch mit Lucky. Jetzt, also mit dem Rivalen. Mit Arena-Leitern, die sind manchmal da und so, also halt mit Special-Characters hier, das ist voll cool. Voll cool. Mit Urs, glaube ich, auch, aus der Eiseninsel und so, voll geil. Ja, oder halt eben gemeinsam über Link, Wi-Fi, ja, ne, verlinken, dies, das. So, wir kommen im Duellturm, das ist Einzel-Doppelkampf, das sind so die Haupträume hier. In den Kampfräumen für Einzelkämpfe des Duellturms werden Einzelkämpfe mit 3 Pokémon ausgetragen, ne? Mehr darf man nicht mitnehmen. Es gibt aber auch Räume für Doppelkämpfe im Duellturm, in denen mit 4 Pokémon gekämpft wird. Es gibt viele Räume hier für Teamkämpfe. In jedem dieser Räume warten 7 Trainer auf deine Herausforderung. Schaffst du es, alle 7 zu besiegen, erhältst du Gewinnpunkte. Willst du den Kampf unterbrechen, speichere dein Spiel. Speicherst du es nicht, wirst du disqualifiziert. So, das sind so die Standardregeln. Und die Pokémon werden eigentlich Level 50 hochgehievt oder Level 100, glaube ich, sind normalerweise die Duellturmkämpfe so in dem Dreh. Und du musst halt eigentlich im Normalfall 7 Trainer am Stück schaffen. Ja? Und nach einer gewissen Anzahl Kämpfe trittst du tatsächlich dann hier auch gegen den Duellturmleiter an und so. Also das sind die Wi-Fi-Kämpfe, oder? Ja, die gibt's natürlich eigentlich so nicht mehr. Info. In den Wi-Fi-Kampfräumen des Duellturms werden Kämpfe über die Nintendo Wi-Fi Connection ausgetragen. Bei Wi-Fi-Kämpfen trittst du mittels des Nintendo Wi-Fi Connection, der Nintendo Wi-Fi Connection gegen Trainer aus der ganzen Welt an. Im Inneren des Duellturms findest du zahlreiche Kampfräume vor. In jedem Kampfraum gilt es, 7 Trainer zu besiegen. Sollte dir das gelingen, erhältst du Gewinnpunkte. Wenn du besonders gut warst, kannst du sogar der Leiter des Raumes werden. Außerdem werden Wi-Fi-Kämpfräume über ein Rangsystem verwaltet. Gewinnt ein Trainer Wi-Fi-Kämpfe, klettert er in der Rangliste nach oben. Umgekehrt sinkt seine Platzierung, sollte er häufiger verlieren. Deinen Rang steigerst du durch Siege, am besten gegen starke Trainer.
Wenn du deine Herausforderung unterbrechen willst, speichere dein Spiel. Solltest du nicht speichern, wirst du disqualifiziert. Was aber halt so leider nicht mehr möglich ist online. Leider. Die wurde ja offiziell abgeschaltet, die Waffe Connection. Ja, aber das ist so der Duell-Talk. Ich glaube jetzt nicht, dass ich kämpfen muss, oder? Das ist doch jetzt bestimmt nicht Pflicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe im Kopf, eventuell müssen wir sogar doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe einfach nicht. Ich will nämlich einfach gerade im Moment einfach gar nicht. Ich will nicht mehr. Ich bin nicht mehr der Duellturm-Fuzzi und so. Und Kampfzone auch eher weniger. Also wenn überhaupt Kampfzone. Aber nur Duellturm irgendwie einfach nicht. Nee, da bin ich einfach raus. Irgendwie, keine Ahnung. Was ist jetzt das? Ach, ihr wollt mich verarschen. Ich muss. Einen Moment mal, Trainer. Da du schon mal hier bist, musst du auch mal im Duell... Oh, fuck. Einen Moment mal. Oh, das ist wirklich Pflicht. Bah, das ist echt eklig. Oh, das ist eklig. Gar keinen Bock eigentlich, ehrlich gesagt. Hab ich halt wirklich nicht. Ah, miese Kiste. Na. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, wie nervig. Ja. Okay. Ich muss also einmal kämpfen. Wahrscheinlich im Multikampf, oder? Ich weiß es nicht. Womöglich. Oben geht's nämlich auch nicht lang. Der Tipp von dem Mixer. Meine Fresse. Ja gut, aber stimmt, ich habe den Nationaldex noch nicht. Womöglich ist das einfach so die Einführung in die nationalen Pokémon. Ja gut, okay. Okay, pass auf. Ja, machen wir das jetzt. Machen wir mal ein Kämpfchen im Duellturm. In der nächsten Episode, meine Lieben. Ja, es ist schon wieder soweit. Lassen wir diese Folge sein und sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder und machen hier einen lustigen Duellturmkampf. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. War relativ unspannend, wa? Aber naja, egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Machen wir Duellturm, dies, das, Ananas. Ich freue mich semi drauf. Aber hey, egal. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer Gecko. Woo!